Bei mir im Studio ist Marcel Leubrecher, Politikredakteur hier bei Welt. Schön, dass du da bist. Lass uns gleich noch mal über die Personalie Ferdar Ataman sprechen. Wie bewertest du denn das Ganze? Ja, Alexander, wir kommen jetzt in die seltsame Situation, dass die Regierung eine Beauftragte des Bundes für Antidiskriminierung installiert, die sich für Diskriminierung einsetzt. Hatte man so auch noch nicht, auch mal wieder was Neues. Das erregt natürlich Kritik. Ist natürlich auch sehr ungewöhnlich, dass ihr da tausende Tweets gelöscht hat. Das würde man ja wahrscheinlich auch nicht erwarten, wenn die jetzt eine weiße Weste hat. Ja, das mag strategisch manchmal ganz klug sein. Da wird auch mal schnell was geäußert, was man nicht durchgängig sozusagen argumentieren würde, wenn man mal länger nachdenkt. Aber letztlich ihre Positionen sind ja manifest und bekannt. Zum Beispiel das ganz offene Eintreten für eine Diskriminierung. Also sie ist eine der prominentesten Befürworterinnen der Migrantenquote. Diese Idee treibt sie seit Jahren voran. Und das bedeutet nichts anderes, als dass bei einer Bewerbung auf einen erstrebenswerten Posten beim Staat oder bei Siemens oder bei einer ARD-Redaktion dann ein Bewerber ungleich behandelt würde, der Deutscher ist, aber keine Wanderungsfamilie hat, gegenüber einem Bewerber, der sozusagen eine Wanderungsgeschichte in seiner Familie vorweisen kann. Das ist eine ganz objektive, faktische Ungleichbehandlung oder in dem Jargon von Ataman und ähnlichen Leuten eine Diskriminierung. Da wird jemand einfach ungleich behandelt aufgrund eines Merkmals. Ist ja auch sehr ungewöhnlich, weil man ja gerade von den Migranten immer wieder hört, sie wollen gerade nicht auf diesen Hintergrund angesprochen werden. Diese Kritik, die es jetzt eben an dieser Frau gibt, warum kommt die bei der Familienministerin, bei Frau Paus, nicht an? Denn so wie es aussieht, hält man ja an der Kandidatin weiter fest. Und mit der Mehrheit der Ampelkoalition wird sie ja wohl wahrscheinlich auch gewählt werden. Ja, Frau Paus und Teile der Grünen oder große oder relevante Teile der Grünen argumentieren, dass es eben auch manchmal ganz sinnvoll sein kann, sozusagen derart wuchtig vorzugehen, wie Frau Ataman das tut, die sozusagen die Ansicht teilen, dass sozusagen derart viel Diskriminierung und Ungleichbehandlung von Deutschen oder von Weißen, wie dann oft ganz ethnifizierend gesagt wird, ausging historisch, die ist hier und da auch mal rechtfertigt, dass dann jemand mit einem Wanderungshintergrund, die auch mal Kartoffel nennt oder eben bis hin zu solchen Quotenideen, die durchaus teilweise auch schon im politischen Raum mal angelangt sind, dann erfolglos, weil sie verfassungswidrig sind, auch unumstritten, das wird durchaus ventiliert. Sagt Marcel Leubrecher, Politikredakteur hier bei Welt. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.